Hallo Leute, hier ist der Dan und ich bin wieder mal angetreten, um ein Thema zu besprechen, das vielleicht jetzt nicht mit Pen and Paper Rollenspiel zusammengehört, aber naja, es ist so ein bisschen meine Prägung, es ist meine Herzensangelegenheit und das sind die Piranha Bytes Games. Angefangen mit Gothic und dann Risen und jetzt Elex. Ja. Die haben mich nachweislich zum Rollenspiel gebracht und haben mich Feuer und Flamme für das ganze Genre werden lassen. Und dementsprechend bin ich den Jungs auf jeden Fall immer dankbar und werde auch nicht müde, quasi die Fahne so ein bisschen für eines der größten deutschen Entwicklerstudios hochzuhalten, die, sagen wir mal, Double-A-Spiele machen. Also ich glaube, Triple-A dafür ist es halt zu low-budget. Aber ich finde, Piranha Bytes muss ich nicht verstecken, gerade was jetzt so Atmosphäre und sowas angeht. Die Grafik ist meistens ein bisschen eingestaubt, aber das ist nicht das Problem. So, worum geht's heute? Ich mache einen kurzen Überblick nochmal, was ist Elex und dann, was meine Gedanken zu Elex 2 sind und meine Hoffnungen und Wünsche. Und das ist eigentlich der Kern. Und für alle anderen, die das noch nicht kennen, Elex ist ein Science Fantasy Spiel, in dem ihr euch auch wie in Gothic drei Fraktionen anschließen könnt. Einmal den Barbaren, einmal den Outlaws, die sehr, sehr auf Technik setzen und, nicht auf Technik, sondern auf Schusswaffen und in der Wüste leben und Diebe und Gauner sind. Die Barbaren, die setzen auf Magie und in der Mitte sieht man das auch hier, quasi Rüstung aus Tier und Stahl und so weiter, also so ein bisschen, ja, wie in Gothic früher. Und dann gibt es noch die Kleriker, denen man sich anschließen kann. Und die setzen voll auf Sci-Fi-Style. Die haben dann diese Space-Rüstungen, sage ich jetzt mal, und Laser. Und die haben Walker, also die haben sehr starke Maschinen und Laser und so ein Gedöns. Ja. Kann man sich also auf jeden Fall mal geben. Ist ein tolles Spiel. Ich kann euch nur empfehlen, die ersten 5 Stunden sind so ungefähr so, sind so ein bisschen träge, weil man kommt da in die Welt und hat dann startet direkt bei den Berserkern, also den Barbaren, und hat viel Gerede, und es ist sehr frustrierend, weil man auch von den Monstern eigentlich aufs Maul kriegt. Also eigentlich müsst ihr in der Stadt starten und dort erstmal Quests machen, damit ihr dann irgendwie raus könnt. Die ersten 5 Stunden sind ein bisschen zäh und danach zieht einen das Spiel aber in den Bann und es ist echt ein schönes Spiel. So, das kam 2017 raus, ist im Moment auf Steam erhältlich für 49,99, aber es ist häufiger auch mal im Piranha Bytes oder im Gothic Sale, keine Ahnung, wie die Sales immer nennen. Da gibt es dann auch für ein kleineres Geld, ne? Reseller gibt es auch, also da habe ich das schon für 39 Euro gesehen oder jetzt ein ganz krasser, das weiß ich allerdings nicht, ob das auch für weltweit ist, quasi für die deutsche Version oder ob das nur eine polnische Version ist oder sonstiges, für 11,74 €. Also man kann es auch günstiger bekommen und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, aber ich würde euch da raten, wartet auf einen Sale und dann holt euch das Ding mal, wenn es im Sale ist und ihr vielleicht dann die 30 Euro übrig habt. Denn, wie gesagt, es ist das letzte, nicht das letzte, es ist eins der wenigen deutschen Studios, die halt schon so lange Zeit unterwegs sind. Ja, wie gesagt, 2017 rausgekommen und hat unter anderem den deutschen Computerspielpreis gewonnen. Ja, und die Jungs trauen sich halt nochmal was. Also man hat ja so ein bisschen gedacht, Piranha Bytes ist so festgefahren, die machen das Ganze die ganze Zeit immer nur noch Gothic. Und ja, die Gothic-Formel ist natürlich auch hier in Elex drin, aber es ist natürlich dadurch, dass es Science Fantasy ist, was Besonderes und der Charakter hat auch eine Geschichte, auch wenn die ein bisschen holprig ist an manchen Stellen, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und kann ich euch nur empfehlen, dieses Spiel zu spielen, wenn ihr Rollenspiele mögt. Gerade auch, wenn ihr Pen-and-Paper-Rollenspiele mögt. Denn man findet sogar eine Pen-and-Paper-Tischrunde im Spiel. Wenn man ein bisschen sucht. Exploration ist da ein ganz großes Thema. So, jetzt kommen wir zu Elex 2. Da das Spiel so erfolgreich war, kann ich euch jetzt schon mal... Ja, ich weiß es natürlich nicht, ne? Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, natürlich arbeiten die jetzt schon an Elex 2, ja? Denn von 2017 ist Elex und wir haben jetzt 2020, als ich dieses Video aufgenommen habe. Dementsprechend gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass
Vielleicht Ende 2020 oder 2021 dann ELEX 2 erscheinen wird. Und ja, was sind meine Gedanken dazu? Ich bin es aktuell wieder am Spielen und die Katze randaliert gerade im Hintergrund. Ich bin es aktuell wieder am Spielen, weil ich einfach, ja, ich hatte einfach ein bisschen Bock, ne? Ich habe ein altes Spiel von Jowood mir gegriffen. Spellforce heißt den ersten Teil. Und das sind die alten Gothic-Sprecher und darüber bin ich auch wieder bei Elex gelandet. Und ja, und dann möchte ich euch gerne sagen, was ich gerne in Elex 2 sehen würde. Und das habe ich ein bisschen aufgeschrieben und untergliedert. Fangen wir an bei der Grafik. Und da ist mir jetzt noch was spontan eingefallen, das muss ich gerade noch dazu schreiben. Das nehme ich auch bei Grafik rein. Also fangen wir an bei der Grafik. Die kann so bleiben. Ich finde sie sehr, sehr schön, gerade für dieses, ja, für ein Spiel, das jetzt nicht auf Fotorealismus setzt, sondern auf Atmosphäre. Und ich finde, die Grafik von Elex kann soweit alles umsetzen, was man möchte. Also ich denke mal, man kann auch noch ein bisschen optimieren oder sowas, aber mir wäre es wichtiger, wenn die Grafik nicht als erste Stelle setzen. Natürlich weiß ich ganz genau, dass Grafik ein Verkaufsargument ist. Und wenn Gameplay-Trailer gezeigt werden, gibt es Leute, die sagen, oh, das sieht aber nicht gut aus, das kaufe ich nicht. So, ich muss mal ganz kurz was aufschreiben. So, ja, aber ich finde, dass die Grafik gerade bei schon bei Risen 1 oder bei Risen 3 dann am Ende sehr, sehr schön ist und das ist auch in Ordnung und es reicht, um die Story einfach rüberzubringen. Wir können auch, ich versuche gleich mal, wenn das Spiel am Ende des Videos vielleicht nochmal, gehe ich nochmal ins Spiel rein, dann können wir uns das nochmal gerne angucken. Ich hoffe, dass das nicht ruckelt oder so, ich habe da jetzt noch nichts getestet. Wenn es ruckelt, liegt es aber nur an der Kombination mein PC mit Aufnahmesoftware. Das ist dann alles nicht so geil. Also, Grafik gerne so lassen. Nicht, ich würde jetzt nicht meine ganzen Ressourcen jetzt in wahnsinnig krasse Grafikverbesserungen stecken. Ja, aber das ist, wie gesagt, da haben die Jungs von Piranha Bytes halt mehr Ahnung. Die wissen halt, es ist halt Grafik verkauft halt das Spiel. Ja, und deswegen ist es halt schade, dass Grafikblender oft super gut abräumen und gute Spiele, denen man es halt nicht ansieht, dann quasi ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber das ist ein anderes Thema. Dann würde ich mir wünschen, dass die Welt, also dass sie quasi die Grafik so lassen und die alten, ich nenne es jetzt mal Assets. Es wurden ja ein Haufen Gegenstände designt. Ja? Vom Apfel über Waffen, die rumliegen, über Klopapier, über Metallschrott, also diese ganzen Dinge, die man einsammeln kann, Löffel, Lampen und so weiter, dass die diese ganzen Sachen nehmen, auch Gebäude, alles, was sie dafür erschaffen haben, dass sie das nehmen und in Elex 2 übertragen, quasi die alten Assets recyceln und dann nochmal die ganze Zeit der Produktion dazu verwenden, um noch mehr dazu zu machen. Dass man halt ganz, ganz viele bunte, kreative Dinge hat, dass die Welt voll ist mit Items und so weiter und dass halt man jetzt nicht in jedem Raum wieder Zigaretten und Klopapier findet, sondern dass man dann ganz viel verschiedene Sachen findet. Das mündet dann natürlich auch in einem besseren UI, also User Interface beziehungsweise dann Inventar. Da komme ich dann später zu. Das können wir uns dann auch im Spiel mal anschauen, was ich damit meine. Also die Assets bitte gerne alle wieder benutzen, damit das Spiel noch größer wird, was jetzt oder vielfältiger wird. Ja, also mir geht es da gar nicht um Faulheit, sondern dass man sagt, wir nehmen den Grundstock, den wir haben und bauen drauf auf und recyceln Dinge. Das erhöht die Wiedererkennbarkeit. Es ist natürlich dann auch günstiger von der Produktion, weil man muss es vielleicht nur ein bisschen abändern für das neue Spiel. Und kann dann so eine größere Vielfalt bieten. Denn man muss mal überlegen, bei Elex haben sie halt quasi alles von null aufgebaut. Ja, weil es dann ein komplett neues Setting ist. So. Okay. Das fände ich schön. So. Das ist das. Jetzt kommt das, was ich mir gerade aufgeschrieben habe. Das wäre für mich noch ein großer Punkt. Die Inszenierung von Situationen, von Bosskämpfen sollte verbessert werden. Es gibt da einen Kampf gegen eine große Sonde,
gegen die man kämpft, die hat bei mir vorne und hinten nicht funktioniert. Es war ruckelig irgendwie. Der Sound hat nicht, nee, ruckelig war es nicht, der Sound hat nicht funktioniert. Also teilweise kam überhaupt kein Ton von der Sonde und die hat quasi im leeren Raum geschossen. Und es war alles so clunky irgendwie. Also, das hat mit der Steuerung auch ein bisschen zu tun, aber es war halt nicht gut inszeniert und ich finde auch der Endkampf war nicht gut oder ausreichend inszeniert. Oder es gibt eine Szene, da fliegt jemand, ich will jetzt nicht zu weit spoilern, aber da fliegt jemand mit einem Raumschiff in ein Gebäude rein. Das sind alles Dinge, die nicht gut inszeniert sind oder nicht gut ausgesehen haben in der Inszenation. Da sollte Inszenation in der Inszenierung. Da sollte halt noch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl dran, dass es innerhalb der Story einmal einerseits mehr Inszenierung gibt, das bedeutet vielleicht mehr so herausragende Kämpfe, das müssen ja keine Bosskämpfe sein, das können ja auch Mit-Boss sein oder mal, dass man mal in eine Situation kommt, wo man angegriffen wird, überrascht wird, in den Hinterhalt gelockt wird und so, dass das alles ein bisschen schön inszeniert ist. Das wäre eine Bitte, was ich jetzt bei der Grafik noch angesprochen habe. Dann gibt es hier nächstes Thema, ist bei mir User Interface. Und dazu lade ich jetzt einfach mal meinen aktuellen Spielstand. Das ist noch relativ am Anfang. Oder ich lade einen anderen Spielstand, weil ich will nicht schon wieder hier dieses Berserker-Ding zeigen, wo man quasi wieder so wie bei Gothic die ganze Geschichte sieht. Ich zeige euch jetzt mal das, das ist mein Kleriker-Spielstand und dann zeige ich euch auch, was ich beim User-Interface meine. Die Combo-Anzeige und die Ausdauer-Anzeige. Also es gibt hier im Kampfsystem die Möglichkeit, Kombos zu schlagen. So. Und das heißt, ihr habt halt zwei Attacken, stark und schwach oder leicht und schwer. Und wenn man das kombiniert, dann gibt es irgendwie die Möglichkeit, mehr Schaden zu machen. So, das ist jetzt hier mein Charakter. In meinem alten Spielstand. Ach, hier kommt die Grafik reingeploppt. Okay, ich dachte schon, es sieht ein bisschen komisch aus. Also ihr seht schon, die Grafik ist einfach. Ich finde die super, super stimmungsvoll. Ich weiß nicht, wie laut der Sound jetzt ist. Ich habe es ein bisschen runtergedreht wegen der Aufnahme. Guckt mal, das hier ist ein Outlaw. Der hat eine Outlaw-Rüstung an. Der hat ein Kettenschwert. Oder hat er kein. Nee, der hat jetzt kein Kettenschwert. Aber theoretisch hat er ein Kettenschwert. Und das hier. Ich bin ein Kleriker und der hier steht, ist auch ein Kleriker. Also die haben so wahnsinnig geile Rüstungen. Und das ist einfach super stilvoll, ja. Also es ist wirklich stimmungsvoll, es ist stilvoll, dass das oben so komisch aussieht an der Decke ist, dass es wie eine Kuppel ist und so weiter. Das ist eine Stadt. So. Okay. Und jetzt seht ihr links oben die grüne Anzeige. Das ist meine Ausdauerbalken. So, wenn ich jetzt eine Rolle mache, geht die Ausdauer runter. Okay, soweit, so gut. Das ist wie bei Dark Souls, ja? Vielleicht ist es auch daher so ein bisschen angelehnt. Ich finde es auf jeden Fall super. So, aber jetzt ist das Problem, wenn ich jetzt meine Waffe ziehe, seht ihr jetzt links oben habe ich jetzt die Ausdaueranzeige. Und links unten habe ich so eine komische Combo-Anzeige. Und es ist wahnsinnig schlecht herauszu. Guckt mal, wie kurz dieser Combo einfach ist. Ich muss jetzt quasi irgendwie versuchen, mit meiner geringen Ausdauer, die natürlich jetzt steigt, über diese Anzeige drüber zu kommen. Und dann kann ich irgendwie eine Combo ausführen. Ich weiß nicht, also die Erklärung. Achso, ich muss immer die leichte und schwere Attacke irgendwie kombinieren. So. Und da fängt es schon an. Ich weiß nicht, wie das geht. Also ich habe es mal gewusst, weil ich mir ein YouTube-Video angeguckt habe. Ich werde mir jetzt auch gleich im Nachgang nochmal ein YouTube-Video angucken, wo mir das erklärt wird, wie diese Combo funktioniert. So, und jetzt ist halt die Geschichte die. Ich bin hier am Kämpfen. Und hab hier und hab hier halt
Entweder die Ausdaueranzeige im Bild oder die im Blick oder die Combo-Anzeige. So, ich kann aber nicht. Und ich muss den Gegner im Blick haben, weil ich muss ja sehen, wann der Gegner einen Angriff macht, damit ich zum Beispiel parieren kann oder eine Ausweichrolle machen oder so weiter. Das heißt, ich habe drei Punkte im Bild, wo ich versuchen muss, meinen Blick hinzuhaben. Es ist furchtbar schwierig. Es ist wirklich furchtbar schwierig. Und das Einzige, wie ich das gelöst habe, ist dadurch, dass ich einfach immer viel zu stark bin oder hier mit so einem Laser das mache. Ja, das sollte noch mal ein bisschen Liebe reinfließen. Ja, das sollte noch ein bisschen Aufwand reinfließen. So, das Federvieh ist jetzt erledigt. Ich wollte euch noch mal meinen Laser zeigen. Wie cool ist das denn? Ja, also hier, alles richtig gemacht. Ja, super cool. Nur es ist alles super clunky. Das ist auch was, was ich jetzt. Also, das ist ein Thema, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Von daher passt es ganz gut. Der Kampf. Die Steuerung sollte besser erkennbar sein. Es geht halt mit dem User Interface Hand in Hand, ja. Also entweder die Erklärung, das Tutorial ausgefeilter machen, ja, besser erklären, ja, oder das einfach alles nochmal ein bisschen so machen, dass man es sich, ja, dass man es besser irgendwie versteht. Weil es funktioniert für mich halt nicht gut. Dann fehlt mir halt diese Geschichte, dass es so ein bisschen undynamisch ist. Also wenn ich jetzt hier zuschlage, dann hau ich nur zu und kann halt jetzt nicht zum Beispiel was abbrechen oder die Kombination, also mein visuelles Feedback ist nicht so geil, dass ich jetzt finde, okay, das war jetzt eine gute Combo. Ja, natürlich ist es, guck, es ist immer so, eine Animation ist fertig, die nächste kommt und das fließt nicht so schön ineinander über, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich habe es richtig gemacht. Also ich habe eigentlich nie das Gefühl, dass ich es richtig mache. Und irgendwann kümmere ich mich dann auch nicht mehr drum und klicke dann nur noch die Gegner tot, ne? Und ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich hätte gerne, wirklich gerne, dass sie die alten Grafiken nehmen und nicht viel Arbeit reinstecken in jetzt wahnsinnig viel neue Designs, und die Ideen sind ja alle schon mehr oder weniger da, sondern dass sie sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach eine Steuerung hinzubekommen, die so smooth und geil läuft, wie zum Beispiel bei Dark Souls, ja. Ich weiß, es ist schwierig, ich bin jemand, der nicht in der Materie drin steckt. Ich weiß nicht, ob das die Engine nicht kann oder ob das die Engine kann, wie viel Mittel dafür zur Verfügung stehen, wie viel Know-how dafür zur Verfügung steht, das weiß ich alles nicht, ja. Ich sage immer nur das, was ich so als Konsument gerne hätte, und kann natürlich die Wirtschaftlichkeit nicht so einschätzen wie ihr, ja. So. Ich roll da weg und die Sachen verfolgen mich halt. Das ist halt so, das sind Dinge, die sind nicht so, ja, es macht also für mich keinen Sinn auszuweichen, ja. Bei Dark Souls fliegt der Fels an eine Stelle und dann ist es gut. Dann kann ich ausweichen und habe das Gefühl, aha, meine Ausweichrolle hat was gebracht. Und hier mache ich eine Ausweichrolle und es fliegt mir halt alles hinterher. Naja, gut. Also das sind also wirklich hier. Ich liebe das Spiel, das ist ein tolles Spiel und ich mag eigentlich alles hier. Aber es gibt halt diese paar Kleinigkeiten. So, jetzt hau ich hier ab, weil Jetpack, ja, super geil. Ja. Fand ich am Anfang ein bisschen seltsam, aber dann hab ich dann gemerkt, okay, das ist gut. Und das ist auch was im Kampf. Ich würde gerne mein Jetpack besser im Kampf integriert haben. Sei es Bogen, sei es Gewehr, sei es Schwert, Axt und so weiter. Jetzt trinke ich nochmal schnell einen Schluck, damit ich nicht sterbe. Weil die Sache ist die, man kann Jetpack-Kampf lernen, es ist aber irgendwie so. Also ich würde gerne jetzt hier aus der Luft schießen. Geht nicht. Also ich kann nicht anvisieren, ja? Es gibt eine Attacke mit dem Jetpack aus der Luft. Das geht, das funktioniert auch ganz gut, aber das ist jetzt nicht so geil, dass ich jetzt sage, okay, ja, ich bin jetzt hier der Größte. Also ich fände es halt gut, weil das Problem ist, ne, es ist funktioniert, ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Hier der Bergtroll, ja, ganz mieser Typ, und da bin ich tot. Okay. Also diese Attacken aus der Bewegung sollten geiler sein. So Fallattacken oder so Attacken aus dem Flug und so weiter. Das sollte, also
Das wäre schöner, wenn das geil funktionieren würde. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, was macht man denn zu 95% zum Spielen? Ja, sich bewegen. Egal, ob das jetzt normal ist, sagen wir mal zu 60, 70%, ist es Bewegung. Egal, ob im Kampf oder von A nach B laufen. Und der Rest ist halt unterhalten mit Leuten, ne? Also bewegen jetzt auch im Kampf ist für mich bewegen. Und man unterhält sich mit Leuten, ja. Das Unterhalten ist in Ordnung, aber das Bewegen könnte besser sein. Ja, obwohl das wahrscheinlich auch nicht so der Fokus ist. So, also, ich fasse nochmal ganz kurz die Punkte zusammen, damit es am Ende nicht heißt, ja, finde ich ganz gut mit diesen Zusammenfassungen am Ende nochmal. Also, Grafik so lassen, alte Assets nutzen. Noch viele neue dazu machen, um die Welt noch ein bisschen lebendiger zu bekommen. Fokus ganz klar auf die Story, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber das sollte der Tenor sein. Weniger in die Grafik investieren, lass es so, wie es ist von der Grafik her. Vielleicht, man kann ja noch ein bisschen feilen, aber nicht so viele Ressourcen reinstecken. Story ganz klar in den Fokus, dass die Story super inszeniert ist und auch Inszenierung im Spiel, dass es vielleicht, sagen wir mal, nicht nur einen so ein Zwischenevent gibt, sondern sagen wir mal so fünf Zwischenevents, die man triggern kann, wo man dann denkt, oh, wie geil, ne? Orte besser inszenieren, wenn man irgendwo hinkommt. Die ganzen inszenierten Zwischensequenzen waren bei mir dann doch sehr ruckelig und sahen auch nicht so schön aus. Vielleicht da mal mit einem Regisseur sprechen, wie man das am besten machen kann. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das würde ich mir wünschen. Dann ein verbessertes User Interface, die Anzeigen von Ausdauer und von den Combos irgendwie zusammen integrieren, dass man da nicht, dass man nicht drei Sachen gleichzeitig. Ich muss Ausdauer gucken, ich muss die Combo gucken und ich muss die Viecher gucken. Funktioniert für mich nicht. Dann eine bessere Steuerung, was jetzt bedeutet, eine flüssigere Steuerung, dass die Sachen besser ineinander übergehen, dass ich aus der Luft schießen kann, dass ich aus der Luft Attacken machen kann, dass ich vielleicht auch Sprung. Ich kann zum Beispiel keinen Sprungangriff machen. Ein Spring, oder? Kann ich das? Ich krieg's gerade nicht hin, du. Ja, ich springe und kann jetzt keinen Angriff dazu machen. Also ich möchte ja vielleicht auch mal springen und gleichzeitig angreifen. Funktioniert nicht. Das wäre halt so, das sind für mich so Dinge so aus der Situation heraus. Finde ich besser. Jetpack ist geil oder aus dem Jetpack springen. So, eine Sache zeige ich euch noch, das Interface. Das muss auf jeden Fall verbessert werden. Gerade auch bei Händlern. Guckt, also hier habt ihr jetzt einfach nur so Symbole dafür. Meinetwegen, jetzt hier zum Beispiel, ja, oben sortiert nach Stims, Tränken und so weiter. Jetzt habe ich hier bei Nahrung halt einen Haufen Zeug. Hier kann man so durchklicken. Hier die Sachen kann man so durchklicken. Es ist einfach hässlich und es sind einfach nur Symbole und es ist, ich finde es nicht gut gemacht. Also. Suchen ist hier immer eine Qual. Ich weiß, das war bei Skyrim schon so bescheuert. Das heißt aber nicht, dass man es nicht irgendwie schöner machen kann. Ja, also, ja. Ich verstehe das auch, dass dafür einfach keine Ressourcen da waren, da jetzt noch so schöne Icons zu machen und sowas. Ich meine, ja, wir müssen ja alle mal, wir müssen alle mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Das muss alles auch gemacht werden und Elex ist ein neues Produkt. Und da musste halt natürlich super viel neu erschaffen werden, aber es gibt jetzt viele Dinge, die man einfach behalten kann und das Alte dann quasi verbessern. Ja, guckt, also das sind so die Sachen, die ich meine, wo es halt mehr Sachen geben könnte. Ne? Hammer, Verbandtasche, Öllampe, Besen, Krug, Rohr, Zange, gutes Messer. Da gibt es hier noch Spielzeug, Geldbündel, alte Münze, Klopapier, Zigaretten. Da gibt es noch Besen. Ach, hier habe ich es ja, genau. Und das halt davon mehr halt, ne? Mehr verschiedene Sachen. Und dass es halt hier im Interface halt ganz klar sortiert ist. Weil das ist jetzt zum Beispiel unter Sonstige. Und hier müsste einfach was rein. Plunder. Ja? Und hier gibt es einen Hammer. Und der steht jetzt muss ich halt bei jedem Ding gucken. Rechts Krempel. Ja, das heißt, ich kann es verkaufen. Ja? Und dann gibt es Krempel, da gibt es Wertsachen. Was auch immer das bedeutet. Und ja, Auto ist ein cooles Spielzeug. Auto ist eine Wertsache. Es ist halt ein bisschen teurer. Geldbeutel sind Wertsachen. Ist kein Krempel. Also cooles Spielzeugauto ist kein Krempel. Ja, und das müsste halt klarer hier oben in dieser Struktur sein.
Dass man zum Beispiel auch hingeht und ich verkaufe jetzt beim Händler, wenn ich zum Händler gehe, der hat, das ist eins der größten Dinge, die ich halt ziemlich doof finde. Wenn ich zum Händler gehe, ist es unterteilt, jedenfalls war es ebenso, vielleicht mal gucken, gibt es hier einen Händler, war es unterteilt nach Waffen, Rüstungen und alles andere. Ja, ihr habt richtig gehört, alles andere. Und das ist eine Scheiße. Also das ist wirklich eine Scheiße. Wenn ich jetzt da meinen Krempel verkaufen will, ja, nur um Geld zu verdienen, dann auch reisen wir doch, wenn ich jetzt schon hier bin, reisen wir doch gerade mal in eine andere Region. Ich will euch mal die Wüste zeigen. Ja, ich verkaufe Krempel und ich würde gerne meinen Krempel verkaufen und nicht irgendwie dann das alles durchsuchen, weil dann sind alle Heilpflanzen, alle Items, alle Crafting-Artikel und so weiter, das sind alle im gleichen Menü, ne? Sowas muss halt, das ist halt furchtbar. Okay. Merkt, die Ladezeiten sind auch recht gut. Das ist jetzt die Wüste und es ist halt wirklich schön gemacht, weil die Wüste ist nicht nur einfach riesige leere Sandflächen. Hier passiert schon was. Also hier sind schon ein paar so Sachen. Hier sind Gebäude, hier sind alte Fabriken, hier sind Kuppeln, hier sind alte Radarstationen und so weiter, hier sind Minenfelder. Das hier ist die Stadt der Outlaws. Also, ja, da passiert schon was. Also ich kann euch das Spiel empfehlen, wie gesagt, es sollte gerade bei LX2 sich noch ein paar Sachen verbessern. Ach ja, so zufällige Events, das wäre natürlich auch geil. Es ist eine offene Welt und es läuft auch ab und zu mal ein Händler durch, aber es sollten vielleicht so 10 verschiedene coole Events stattfinden. Das fände ich cool. Man läuft durch die Gegend, so wie bei Skyrim, und bekommt dann einen zufälligen Event. Das wäre eine coole Sache. Aber das ist alles immer nur ein Bonus. Okay, das war meine Meinung zu Elex 2, zu den Schwachstellen von Elex 1 und kann euch allen nur empfehlen, guckt euch das mal an, gerade im Sale. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute, und ciao.